Das ist doch sowas Antidemokratisches, habe ich noch nie gelesen. Dass sie sagt, ja, die Leute gehen wählen, aber die wählen nochmal den Falschen. Wir mussten die erziehen. Was wir momentan an Politikern haben, du hast es richtig gesagt, Sie, Herr Mark, das sind Politiker, die uns erziehen wollen. Das sind Politiker, die uns erklären, wie wir zu leben haben und die, wenn wir nicht auf sie hören, uns da bestrafen. Demokratie ist keine Folklore, das ist ein tägliches Plebiszit, das ist Alltag für jeden Menschen, um Freiheit, in seine Freiheit zu leben, um sich seine Angelegenheiten zu kümmern. Wir brauchen ein Symbol, wo jeder seine Inhalte, soweit die zusammenpassen, selber reinlegen kann und sa sich sagen kann, wir gehen jetzt zusammen. Ich meine, wo sind wir hier gelandet? Sind wir in einer absoluten Monarchie? Dass ich irgendetwas von zu einem gewählten Politiker sage und dem passt das nicht. Und zack, Hausdurchsuchung, Strafe, Gerichtsverfahren und ich werde mundtot gemacht. Und das ist auch ein Parallel zu den damaligen Zeiten. Also kurz gesagt, das gehört vollständig korrigiert. Unsere Politiker sind das Personal und weiter nichts. Und der Souverän sind wir. Begrüße ich heute hier ganz, ganz herzlich unsere Teilnehmer in der Runde und die Zuschauer vor dem Bildschirm. Heute treffen wir uns hier zu dem Thema des Hambacher Festes und das jeweils auch aus unseren Initiativen, in denen wir halt sind. Und dafür begrüße ich jetzt hier ganz herzlich den Siamak Bahadori von der Initiative für Demokratie und Aufklärung, kurz IDA. Hallo. Dann den Dr. Kai Klapproth, auch von der IDA. Den Eduard Messmer von der Bürgerinitiative Aufrecht, Frei Denken, Mittelbaden und auch von unserer Verfassung. Die Stefanie Mahl, die ist auch von unserer Verfassung. Und den Ralf Böß, Menschenrechtsaktivist und unsere Verfassung. Und ich selber, Diana Amann, bin auch von unserer Verfassung. Ja, wundervoll, dass ihr da seid. Vielleicht, weil ihr jetzt hier sozusagen die Gäste bei uns seid, ja, Marc, magst du mal ganz kurz die Grundidee von eurer IDA-Initiative in ein paar Sätzen mal erläutern für die Zuschauer? Ja, so wie fast viele andere Initiativen sind wir auch aus der ganzen Corona-Geschichte entstanden. Wir haben uns zu dritt, die Annette ist jetzt nicht in der Runde dabei, aber Kai, Annette und ich, wir sind ja im Prinzip ein Kernteam, haben uns gesucht und gefunden und Kernideen. Wir sind natürlich für die Demokratie. Das ist das, was in den letzten 3 Jahren immer wieder zu kurz kommt. Man sieht das, Meinungsäußerung, körperliche Unversehrtheit. Also im Prinzip die ganze Palette an Grundrechten, die man kennt, die die ganze Zeit mit den Füßen getreten werden. Und dafür haben wir die letzten 2, 3 Jahre oder eher 2 Jahre fast wöchentlich demonstriert. Und daraus hat sich ja die Initiative oder hat man entwickelt, die wir auch in einem Verein im Prinzip übergeführt haben. Und wir versuchen, die Rechte, die wir jetzt genießen dürfen, auch für unsere Kinder zu erhalten. Also das ist im Prinzip, würde ich jetzt sagen, das ist meine Intention, dass ich jetzt da so fleißig dabei bin. Ich bin auch gebürtiger Iraner. Ich bin im Iran aufgewachsen und ich habe noch Familie da. Und ich weiß ganz genau, wie es ist, dass man keine Rechte hat und wie man da lebt, nicht in einer Demokratie lebt. Und ich bin der Meinung, dass auch dieses System, auch wenn es nicht so perfekt ist, ist es trotzdem da, erhaltenswert und dann noch verbesserungswürdig. Und dafür kämpfe ich. Also das ist meine Idee, also meine Intention dahinter. Magst du, Kai, vielleicht auch noch mal was dazu sagen? Würdest du da was ergänzen zur IDA oder auch vielleicht deinen persönlichen Beweggrund? Ja, also Sie haben gerade richtig gesagt, wir sind in den letzten 3 Jahren natürlich verstärkt aktiv gewesen. Also IDA gibt es jetzt seit 1,5 Jahren. Nicht umsonst heißen wir Initiative für Demokratie und Aufklärung. Was mir aufgefallen ist in den vielen Monaten, mittlerweile Jahren, in denen ich auf der Straße bin, ich habe sehr viele Menschen getroffen, die mir gesagt haben, sie waren vorher gar nicht politisch. Die gesagt haben, sie waren eigentlich nie auf einer Demonstration und sie sind jetzt erst politisch geworden. Das hat mir gezeigt, dass es eine wirkliche Bürgerbewegung gibt, dass es wirklich Leute gibt, die vom Herzen her wissen, was Demokratie heißt. Während gleichzeitig viele Menschen, auch in meinem Bekanntenkreis, in meinem direkten Umfeld, die sich selber als politische Menschen sehen und als politische Menschen verstanden haben, gerade jetzt in den letzten 2, 3 Jahren vollkommen still geworden sind. Also ich finde, es ist bemerkenswert, wir haben eine
Demokratie, eine Bürgerrechtsbewegung momentan auf der Straße und die braucht Symbole, die braucht nicht nur Vernetzung, sondern wir brauchen auch Symbole. Wir haben letztlich eine hervorragende Geschichte, eine ganz, ganz tolle Tradition auch in Europa, was Demokratiebewegungen betrifft, die waren nicht mehr erfolgreich, aber wir haben das Glück jetzt hier unten im Südwesten mit dem Hambacher Schloss eins der größten Symbole für eine kraftvolle Bewegung hin zu einer demokratischen offenen Gesellschaft zu haben. Und deshalb dachten wir uns, das ist eine gute Gelegenheit, das nicht einfach nur einmal im Jahr zu besuchen, sondern machen wir einfach jetzt öfter. Okay, schön. Ralf, magst du mal ganz kurz auch unsere Verfassung, so was da das Grundprinzip ist oder die Intention? Also wir sind schon länger unterwegs. Wir haben 2011 mit der Bürgerinitiative, 2006 mit der Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen gestartet. Und dann haben wir uns überlegt, es ist schön, sowas im Kopf zu bewegen. Wie bringt man das in die Welt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir stürzen Hartz IV, die Sanktionen, diese unglaublichen Erpressungen, die da stattgefunden haben. Und da haben wir 2011 mit angefangen und 2019 ist dann aufgrund unserer Arbeit im Bundesverfassungsgericht gesagt worden, dass Hartz IV verfassungswidrig sei und menschenrechtswidrig, die Sanktionen. Und die sind dann zum größten Teil aufgelöst worden, so ungefähr. Und aber während dieser Arbeit ist bei uns das Vertrauen in den Staat immer mehr geschrumpft. 2014 dann total. Und dann haben wir einen Verein zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen gegründet. Das heißt, die Menschenwürde wieder ins Zentrum zu stellen, das wie das im Grundgesetz eigentlich ist, und echte Demokratie und echten Rechtsstaat zu verfestigen, so dass da nicht drangegangen werden kann als Grundlage der Geschichte. Artikel 20 ist eines Artikel 1, das andere Artikel 20. Und damit haben wir dann begonnen und haben dann mit Hilfe eines anderen Vereines, auf den wir dann gekommen sind und wo wir gewissermaßen fusioniert sind, unsere Verfassung gegründet. Unsereverfassung.de heißt ja, unsere-verfassung.de ist ja. Und bei uns geht es darum, eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen zu machen. Wir haben das Gefühl, dass alles so dermaßen schräg läuft, dass wirklich eine vollständige Grunderneuerung notwendig ist, und machen das über eine Volksabstimmung, über Artikel 146, der heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Und wir wollen, dass diese Verfassung beschlossen wird, mit dem nicht nur das Grundgesetz zur Verfassung erhoben, sondern dass man gleichzeitig Volksabstimmung vollumfänglich mit in die Verfassung einschreibt und die Souveränität des Volkes über die Verfassung, und dass man dann eine verfassungsklärende Versammlung macht, in der alle Probleme, die im Grundgesetz sind, dann auch beseitigt werden können. Also die Beispiel Besatzungsrechte, Beispiel fehlende Gewaltenteilung in Gerichten und so weiter und so fort, und diese ganzen Geschichte wirklich prinzipiell beseitigt werden können. Ja, das ist unser Weg, und wie gesagt, kann man dann auf der Webseite angucken. Und da hat natürlich dieses Symbol, also vom Hambacher Fest, natürlich auch eine riesige Bedeutung. Weil in Berlin selber kann man nichts mehr machen. Wir verzichten es schon, am Bundestag noch was zu machen. Der Bundestag ist für uns ein Konglomerat des Personals. Und mit dem Personal kann man, wenn es ernst wird, nicht reden. Der Souverän muss selber sprechen und selber in Gang kommen. Und deswegen ist es der Bundestag inzwischen relativ egal. So in der Art. Und deswegen ist dieses andere Bild mit der Urdemokratiebewegung und gewissermaßen Erneuerung der Urdemokratiebewegung zu machen, ziemlich wichtig. Kai, du hattest das auch gerade schon angesprochen, so dass das ja eine Symbolik hat mit dem Hambacher Fest. Kannst du mal so ein bisschen für die Zuschauer, die vielleicht auch das Hambacher Fest noch gar nicht wissen, was das ist, kannst du mal ganz kurz sagen, was das eigentlich historisch war und inwiefern du da jetzt eine Bedeutung für heute noch siehst? War ich jetzt angesprochen? Ja. Sorry, ich habe es gerade nicht verstanden. Das Besondere, und was du gesagt hast, Ralf, mit Berlin. Berlin ist natürlich nicht der Ursprung der Demokratiebewegung, sondern im Gegenteil eher das Symbol des Autoritarismus, muss man ja sagen, preußischer Autoritarismus. Wir haben hier im Südwesten, haben wir eine sehr kraftvolle Demokratiebewegung gehabt. Wir hatten 1832, das war natürlich nicht die Initialzündung, sondern auch das Resultat vieler Bemühungen von Menschen, auch aus dem mehr oder weniger einfachen Volk. Natürlich waren das gebildete Menschen, natürlich waren das Studenten, es waren Burschenschaften, aber es war ein gemeinsamer Gedanke, ein gemeinsamer Geist, der sich entwickelt hat in dieser Zeit,
Und der entstanden ist eigentlich aus der Unfreiheit, die, die kollidiert ist mit dem Anspruch auch der Aufklärung. Also wir nennen uns ja auch Initiative für Demokratie und Aufklärung, weil die Menschen wollten raus aus dieser, aus dieser Entmündigung, aus dieser Abhängigkeit. Und wir hatten aber trotzdem in dieser Zeit Fürstentümer, wir hatten absolut keine demokratischen Strukturen und wir hatten eine massive Unterdrückung und auch Zensur von Bewegungen, von Freiheitsbewegungen, von den Bemühungen aus der Bevölkerung, aus dem Volk heraus, sich mehr Mitsprache, mehr Beteiligung zu erkämpfen. Und da sehe ich tatsächlich die Parallele zu heute. Wir haben auch heute eine, ja, in vielen Ebenen überhaupt gar keine demokratische Struktur mehr. Wir sehen, dass wir völlig undemokratische Entscheidungsträger haben, also Entscheidungsgremien haben, zum Beispiel auch auf der EU-Ebene. Wir sehen, dass die Parlamente, die ja eigentlich dafür da sind, unsere Interessen zu vertreten, sich in Krisenzeiten selbst entmachten, um ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr zu erfüllen und die ganze Macht den Regierungen zu übernehmen. Und wir, die Bevölkerung, wie die einzelnen Menschen, wie gesagt, auch die bisher unpolitisch waren, wir spüren oder wir sehen, dass das antidemokratisch ist. Wir sehen, dass das nicht funktioniert. Und wir haben das Hambacher Fest gewählt, natürlich auch, weil wir hier nah dran sind, aber weil das ganz gut widerspiegelt, was damals wohl auch geschehen ist. Die Menschen haben sich aufgelehnt gegen die Zensur, die Menschen sind aus der Bevölkerung aufgestanden. Es waren keine politischen Strukturen, die genutzt worden sind, sondern es war wirklich eine, ja, heute würde man vielleicht sagen, Graswurzelbewegung. Und etwas ganz Ähnliches erleben wir ja heute auch. Wir sehen eine Art Graswurzelbewegung, wir sehen, die Menschen stehen auf, nicht in Berlin. Sie stehen auf überall, in jedem Ort, in jedem. Wir hatten die Montagsspaziergänge aufgrund der Corona-Maßnahmen und das war eine massive Bürgerbeteiligung, die wir hier erlebt haben, wie wir sie vorher eigentlich in Deutschland auch noch nicht hatten. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, auch wenn es jetzt etwas abflacht, weil der Druck nicht mehr so hoch ist. Aber es war eine beeindruckende Kraft, die davon ausging, ein Symbol eigentlich für den Willen in der Bevölkerung, wieder mitbestimmen zu können und wirklich demokratische Strukturen zu erhalten. Ich würde das gerne mal in die Runde insgesamt geben. Vielleicht mag mal Eduard und auch Stefanie, weil ihr jetzt noch nichts gesagt habt, was euch persönlich mit diesem Hambacher Fest verbindet und wie ihr das einordnet so für euch. Eduard, magst du zuerst? Mhm. Du bist aber jetzt noch stumm. Du bist Eduard. Umgeschaltet. Eduard, mach dein Mikro an. Okay, dann... Wo gehe ich mal? Ja, also ich habe persönliche Beziehung zu dem Hambacher Schloss, auch wenn ich es erst 2017 erstmals dort war. Für mich ist das Hambacher Schloss aus der historischen Betrachtung tatsächlich Symbol, hat Symbolcharakter für unser ganzes Land. Wenn man sich vorstellt, dass etwa 170 Jahren es 30.000 Menschen geschafft haben, ohne Internet und Telefon sich dort zu versammeln. Und das mit dem Damoklesschwert eines Demonstrationsverbotes. Und für mich faszinierend ist, dass da eine damals autoritäre Regierung im Vergleich zum demokratischen System, also eine monarchische Regierung, damals zugelassen hat, offensichtlich, ne, was die letzten zwei Jahre jetzt verboten worden ist von einem demokratischen System. Und Hambach sollte eigentlich das Symbol für Freiheit, für Selbstbestimmung und soziale Sicherheit werden, also das, was Demokratie ausmacht. Hambach sollte spiegeln, was den Charakter dieses Landes ausmacht. Und wenn man jetzt auf den Pfingstsonntag rekurriert, was auch sicherlich das Thema heute wird, dann sehen wir, haben wir den Charakter dieses Landes anhand der konkreten Ereignisse am Pfingstsonntag mit Absperrgittern, mit Knüppeln und Pistolen, bewaffneten Polizisten erlebt, mit Gegendemonstranten, die offensichtlich kaum eine Bedeutung finden mit dem Begriff Demokratie. Eine Stadt, Neustadt, die andere Meinung nicht zulässt, die Stiftungsverwaltung, die sich
an einer Gegendemo beteiligt, von Leuten, die sich selber als gewaltbereit einstufen und so weiter. Das und dann zuletzt, ist schon angesprochen worden, die staatlichen Corona-Maßnahmen der letzten 3 Jahre, die im Grunde den Charakter dieses Landes derzeit spiegeln. Umso dringender ist es Symbol, ein Symbol für Demokratie und Freiheit wieder notwendig. Und mein persönliches Ziel ist, mit Hilfe dieser historischen Ereignisse, die sich in Hambach abgespielt haben, genau das wieder zu erreichen, was die Aktivisten damals auf die deutsche, auf die schwarz-rot-golde Fahne geschrieben haben. Wir brauchen eine Wiedergeburt Deutschlands, ne, unseres Landes. Stefanie, ist okay für dich? Ralf hat sich jetzt gemeldet. Und okay, Ralf, was ist das? Nur kurz die Frage, wann war das mit dem Hambacher Fest? 1832. Genau, 1871 hat es dann zur Folge geführt, dass man gewissermaßen ein Parlament eingeführt hat, wo das Volk sich äußern kann. Ne? Dem deutschen Volk hat man dann den Bundestag eingerichtet, da hat der Bismarck das dann auch aufgegriffen, diesen Freiheitsimpuls. Ja, wenn ich mich jetzt nicht irre. Vielleicht genau, Stefanie, da kennst du dich auch immer gut aus mit der Historie. Wenn du vielleicht ein bisschen das Persönliche mal für dich... Ja, mit den Zahlen habe ich aber auch immer so ein bisschen mein Problem. Ja, ja, ich habe eine sehr persönliche Beziehung zum Hambacher Schloss. A, weil ich in Mannheim in die Schule gegangen bin, aufgewachsen bin. Das ist Kurpfalz, da lernt man das. Ich war aber bewusst eigentlich auch dann erst jetzt neulich wieder das erste Mal drüben, sicher in meiner Kindheit, aber dazwischen nicht. Aber ich bin... Also ich interessiere mich sehr für Geschichte und auch für meine Familiengeschichte. Und ich habe mich jetzt unabhängig von all dem, was dann passiert ist, die letzten Jahre mit unserer Familiengeschichte auseinandergesetzt und habe auch versucht, ein paar Sachen zu belegen, die mir wichtigen. In der Hinsicht habe ich jetzt leider noch nicht genau belegt. Aber es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die, mit sowas bin ich aufgewachsen. Also ich bin so ein bisschen in so einer Revoluzzerfamilie aufgewachsen. Die eine Geschichte ist die, dass mein Ururgroßvater, die haben in der Kneipe, 1948 dann, die haben in Mannheim in der Kneipe sich verabredet, sie stehen nicht mehr auf, wenn es ein Hoch auf den, was war das, Kaiser gibt, ja. Und dann sind sie nach und nach alle doch aufgestanden, nur und der Valentin, der bleibt sitzen, muss dann irgendwie ein Faschingsreim gewesen sein und mein Ururgroßvater Valentin ist halt sitzen geblieben und das ist so ein bisschen meine Haltung und mit was ich eigentlich aufgewachsen bin. Ich habe sogar noch ein bisschen vorher eine Hecker im Stammbaum, aber ob da eine Verbindung besteht, ich habe es noch nicht rausgefunden. Also mich interessiert es von der Zeitgeschichte her, ich habe mich damit jetzt befasst, auch mit dem Buch, was es darüber gibt, Die Flamme der Freiheit, was jemand jetzt ohne jetzt in der revolutionären Widerstandsfreiheitswahrheitsbewegung zu sein geschrieben hat, weil er schon ewig vorher Interesse hatte. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das sind wahnsinnig viele Parallelen. Ja, die Stimmung, das, was ihr schon gesagt habt, Siamak und Kai, die Stimmung, die hier war, das ist hier aufgekommen aus der Bevölkerung raus. Und auch die Probleme waren schon ähnlich, weil die Probleme waren ja dann, dass es da schon verschiedene Strömungen gab, und zwar eben, wie man heute sagen würde, von rechts bis links, die sich nicht einigen konnten. Und dann haben sie es halt ein bisschen dumm gemacht, dass sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, dass dann 48 nicht gleich geklappt hat. Ja. Was ich auch sehr spannend finde, ist der internationale Bezug hier unten. Wir sind ja nah an Frankreich dran. In diesem Buch, was ich gerade erwähnt habe, ist es wunderbar geschildert, wie das von Frankreich rübergeschwappt ist nach Karlsruhe. Also wie die Berichte quasi, weil damals ganz schnell rübergekommen, von Frankreich ganz nah, da jemand in die Kneipe gerannt ist und gesagt hat, Frankreich ist Revolution. Und dann haben die angefangen, ihre Pläne zu schmieden. Und dann hat sich das halt hier, Karlsruhe, Mannheim, entwickelt. Und ja, Mannheim war ja da auch ein Zentrum von. Und wie gesagt, das ist meine Geburtsstadt. Also da habe ich schon ein bisschen was abgekriegt. Und familiär, ihr wisst es ja, dass mein Vater ein überzeugter Pazifist ist und sich da engagiert hatte, die ersten Ostermärsche den ersten Ostermarsch hier in der Gegend mit organisiert hat und jahrelang auch meiner Jugend noch Kriegsdienstverweigerer beraten hat. Also ich bin so ein bisschen da reingeboren worden und aus diesem persönlichen Bezug heraus kann ich auch gar nicht anders, als mich jetzt genau dafür ins Zeug zu legen. Und ich war ja damals glücklich, wie ich euch gefunden habe, weil ich das einen überzeugenden Weg sofort fand.
Aber ich finde es jetzt auch toll, dass Eduard, du und ich hier ein bisschen in Richtung Hambach was mithelfen können und tun können, weil, wie gesagt, mein persönlicher Bezug ist da. Okay, schön. Ralf und Siamak, ihr könnt gerne auch noch was sagen, wie ihr das persönlich empfindet, was da, also was diese Symbolik von Hambach ist, auch aus eurer Initiative raus zu sagen. Ralf? Besonderheit ist, dass das Volk die Demokratie ergriffen hat. Anders als das nach dem Dritten Reich war, wo die Amerikaner gesagt haben, hier wird jetzt eine demokratische Verfassung gemacht. Was die damals gemacht haben unter dem Druck der Amerikaner, der Franzosen und der Engländer, ist fantastisch gewesen. Das ist es nicht. Aber es ging nicht vom Volk aus, sondern es wurde dem Volk gewissermaßen aufgedrückt. Und jetzt geht es vom Volk aus, und zwar, weil jetzt Teile des Volkes gemerkt haben, wie fragil das Ganze ist. Das ist halt wirklich, dass unsere Politiker kümmern sich sowieso nicht mehr drum. Also für unsere Politiker ist das Grundgesetz nur noch, ich will mal sagen, etwas, was man zu umgehen hat. Und das merkt man an allen Enden. Wie kann es sein, dass ein gesamtes Volk in Krieg gegen Russland geführt wird, ohne dass man einmal gefragt wird? Ja, sag mal, wie kann sowas sein? Das ist so eins der Themen von Tausenden. Und so in dieser Art, und da nur das dass das jetzt von unten losgeht und dass man sagt, was da mit Corona passiert ist, ist eine Riesenschweinerei, und was vorher passiert ist, auf allen Ebenen, da kann man also nehmen, was man will, Hartz IV, die Unterdrückung der Arbeitslosen, ja, und so weiter und so fort, das, egal wo, und dass es von unten losgeht, und das war in dem Hambacher Fest die Besonderheit. Da gibt es in Berlin überhaupt kein Symbol dafür, dass was von unten losgeht, außer die Volksbühne. Da hat man von unten her diese Volksbühne gebaut. Aber im Bundestag ist das Umgekehrte der Fall. Der Bundestag ist gegeben von oben. Da steht auch noch drauf, nicht vom deutschen Volk, sondern dem deutschen Volk. Da hat man gewissermaßen eine Rattenfalle hingebaut, wo die drinnen rum hin und her rennen können, ohne wirklich souverän zu sein. Und dieser Punkt, und das war damals mit dem Hambacher Fest, gegen den Druck der Herrschenden, da was hinzustellen und was zu beginnen, wo man heute hingucken kann, sagen, das ist eigentlich der Beginn der Demokratiebewegung, und das wird jetzt durch den Druck, den wir haben, wieder virulent. Aber der Druck ist ja auch genau, ich weiß es nicht, so hoch ist es ja nicht. Ich meine, ich gebe dir ja recht. Damals kam es von unten, aber erfolgreich waren sie auch damals nicht. Du hast es gerade eben gesagt, dem deutschen Volke steht da drauf. Warum? Weil es ja auch, ja, der Monarch gebaut hat. Der hat es ja geschenkt. Der ist ja angekommen und hat gesagt, hey, mein Volk, meine Untertanen, schaut mal, was ich euch schenke. Freiheiten schenke ich euch. Und auch dem stimme ich zu, auch nach dem Kriege. Man hat dem Deutschen im Prinzip die Freiheiten geschenkt. Und ich bin ganz ehrlich, ich sage es immer wieder, ich erlebe es immer wieder, jeden Tag, tagtäglich, dass wir einfach diese Freiheiten nicht zu schätzen wissen. Ich sage bewusst wir, weil die Leute laufen auf der Straße herum und glauben, ja, die Freiheiten, die Rechte, Freiheitsrechte, die gibt es ja umsonst, weil man es denen geschenkt hat. Deshalb sind die meisten ja auch gar nicht gewillt, da jetzt irgendwas zu machen, um das zu erhalten. Und wir sehen ja immer wieder, wie man immer mehr und immer mehr Rechte uns abnimmt oder im Prinzip dann auch uns einschränkt. Wir erleben es doch jetzt tagtäglich, jetzt bei den Wahlen. Da gehen die Leute wählen irgendetwas, was den Herrschaften nicht passt. Dann heißt es was? Oh, dieser Wahlmuster hat man nicht demokratisch. Wie kann ein Wahl nicht demokratisch sein, wenn 60% Wahlbeteiligung ist und 60% eine bestimmte Partei wählen oder einen Mann oder eben, egal wen dann auch mal wählen, und dann kommen von außen rum die verloren haben und sagen, ja, das war nicht demokratisch. Und ich habe gestern etwas von Frau Chapley gelesen, wo ich dann sage, ey, das kann ja gar nicht sein. Wieso druckt man sowas in eine Zeitung? Das ist doch sowas Antidemokratisches, habe ich noch nie gelesen. Dass sie sagt, ja, die Leute gehen wählen, aber die wählen nochmal Falschen, wir mussten die erziehen. Also, ich verstehe das nicht. Das ist einfach. Und ich versuche es mir so zu erklären, dass die Leute nicht zu schätzen wissen, was die haben. Und das ist ja auch das, was immer wieder unsere Politiker sagen. Ja, die Menschen im Iran gehen demonstrieren. Die Frauen im Iran wollen das. Und oder die, als es dann hat man die Corona-Demonstration gab, da steht unser Sprecher von Merkel da und sagt da, ja, auf dem Platz da und da werden Leute mit Wasserwerfern im Prinzip ja, auseinandergetrieben, und Polizei geht hart gegen die Menschen los, während 100 Meter weiter, genau an diesem Zeitpunkt oder
an diesem Platz, 100 Meter weiter weg, genau dasselbe in Deutschland passiert. Wie geht denn das? Das ist noch in der Erfahrung bist du so wertvoll für uns, Siamak. Wegen dieser Sichtweise bist du ungeheuer wertvoll für uns. Aber bei der Frau Cepli würde ich ein bisschen bezweifeln, dass sie weiß, was Demokratie ist. Da ist es nicht, dass sie es nicht schätzen kann. Ich glaube wirklich, dass diese Menschen eine wahnsinnig verengte Vorstellung haben, was Demokratie ist und wie sie ablaufen sollte. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es was außerhalb gibt, was man mit Berechtigung verlangen könnte, außerhalb ihren politischen Vorstellungen. Es ist aber auch nicht die Cepli alleine. Wir waren jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit in Heidelberger Stadtrat, wo wir gesagt haben, okay, Aufarbeitung, diese ganzen Sachen müssen aufgearbeitet werden. Das, was uns die letzten 2,5 Jahre, 3 Jahre angetan worden ist, das muss aufgearbeitet werden. Und wir haben gedacht, okay, jeden Tag nach Berlin kann ich nicht, da stimme ich auch Ralf zu, Berlin kann man vergessen. Dann versucht man es auf kommunaler Ebene. Was macht man kommunal? Gemeinderat, Bürgermeister. Jetzt haben wir versucht, da ist in Gespräch zu kommen. Wir haben Gemeinderatssitzung besucht und Fragen gestellt. Jetzt stehe ich da an einem Tag und stelle Frage und sage, okay, Diskriminierung von Impffreien, die Stadt gibt haufenweise Geld, hunderttausende Euros Geld, um Antidiskriminierungsmaßnahmen zu finanzieren. Hat man vor, was die letzten 2 Jahre gelaufen ist, irgendwas da zu investieren, Impffreie, Diskriminierung von Impffreien, da jetzt ein bisschen aufzuarbeiten? Die Frage wird als unverschämt abgeschmettert, mein Mikro wird abgeschalten und ich theoretisch ja fast rausgeschmissen. Okay, ich bin freiwillig rausgegangen, bevor ich rausgeschmissen werde. Und ein paar Minuten später wird darüber diskutiert, dass man Menschen mit Migrationshintergrund in Kommunalpolitik integrieren müsste. Da fühle ich mich doch verarscht. Ich habe Migrationshintergrund, ich engagiere mich politisch, ich gehe auf die Straße und ich kämpfe für meine Rechte und für eure Rechte. Und ich bekomme einen Arschtritt, während die Grüne, SPD und die Linke diskutiert. Ja, wir müssen aber mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Politik reinholen. Das heißt, meine Meinung ist nicht genehm, ich werde rausgeschmissen und die suchen sich im Prinzip Leute, ja, die, ja, wie soll ich mal sagen, die ferngesteuert sind. Das sind ferngesteuerte Migrationshintergrundpolitiker oder keine Ahnung, wie ich das dann halt mal nennen soll. Und das sind dann halt mal die zukünftigen Cheplis. Was anderes sind sie ja nicht. Der Kaiser geradeaus, wenn er unbedingt was sagen wollte zu dem, was ihr mal gerade gesagt hat vorher. Und ja, dann das würde ich gerne. Ich kann immer so aussehen, als ob ich was sagen will. Ich kann aber gerne was dazu sagen. Ich stimme dem Siamak zu. Ich war auch anwesend in dieser Gemeinderatssitzung. Und ich finde, das ist doch ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind anwesend in den Gemeinderatssitzungen jetzt schon seit einigen Monaten. Wir müssen die Reste an demokratischer Kultur, demokratisch-politischer Kultur, die in diesem Land noch existieren, nutzen. Nicht, weil wir uns erhoffen, dass uns die Politiker in diesen Fragestunden oder in diesen Begegnungen, die man uns noch gewährt, dass sie uns wirklich antworten oder uns wirklich ehrlich gegenübertreten. Aber wir müssen sie nutzen, einfach um zu zeigen, dass wir da sind. Was wir momentan an Politikern haben, du hast es richtig gesagt, Siamak, das sind Politiker, die uns erziehen wollen. Das sind Politiker, die uns erklären, wie wir zu leben haben und die, wenn wir nicht auf sie hören, uns da bestrafen. Wenn wir in einer Demokratie leben würden, in einer wirklichen Demokratie, dann würde die Politik dafür sorgen, dass wir umfassend gebildet werden können und dass wir Zugang zu allen Informationen haben, die notwendig sind, um eigene Entscheidungen zu treffen. Stattdessen werden uns die Entscheidungen abgenommen und uns werden auch die Informationsquellen genommen. Das heißt, viele Menschen, die nicht aufgewacht sind, viele Menschen, die immer noch der Meinung sind, wir leben in einer Demokratie, denen fehlen einfach die Informationen. Ich erlebe das tagtäglich, wenn ich mit Menschen rede, die gar keine Ahnung haben, was in diesem Land momentan an Repressionen eigentlich schon passiert. Da ist auch eine ganz starke Parallele zu damals, dieser Paternalismus. Damals war ja auch die Überzeugung der Oberen, der Fürsten, dass die anderen zu dumm sind, dass sie zu ungebildet sind, zu dumm sind und das einfach nicht machen können, dass das gar nicht geht, weil deswegen hat ja der liebe Gott die Herrscher eingesetzt, weil die können das und die können das auch, weil sie in ihren Dynastien drin sind und das sozusagen schon von kleinem Kind an da reingewachsen sind, was ja, wie sich gezeigt hat und wie wir heute ja alle, theoretisch alle der Meinung sind, absoluter Humbug war. Jetzt kämpfen wir an der Seite wieder. Da sind wir eigentlich wieder, ja. Dass man wartet nur drauf, dass Frau Baerbock ihre Kinder irgendwann einsetzt. Man wäre nicht überrascht, ja. Nein. Man wäre nicht überrascht, weil diese Menschen, und das ist, sie machen gar keinen Hehl mehr daraus, diese Menschen sind der Meinung, sie sind besser.
sie sind moralisch höher stehend, sie überblicken mehr. Wenn wir mit Entscheidungen der Politik nicht einverstanden sind, das ist ja schon eine Weile so, dann heißt es immer, wir haben es nicht verstanden. Man hat es uns nicht ausreichend erklärt. Ja, man spricht mit uns, über uns, wie mit kleinen Kindern, wie über kleine Kinder, die zu dumm sind, das zu verstehen. Aber der ursprüngliche Gedanke der Mitbestimmung, der ursprüngliche Gedanke der Aufklärung und der Demokratie ist nun mal, dass die Bürger tatsächlich in die Möglichkeit versetzt werden, sich selber eine Meinung zu bilden, sich selber erstmal die Informationen zu bekommen. Und es ist auch der Respekt, den man haben muss vor der Urteilskraft des Einzelnen. Die Urteilskraft des Einzelnen macht in Summe letztlich den Willen des Volkes aus. Und den haben die Politiker zu vertreten. Stattdessen sagen uns die Politiker, welchen Willen oder was wir tun sollen. Das ist eine völlige Verkehrung, hat mit Demokratie nichts mehr zu tun und ist tatsächlich eher feudal, aristokratisch, so wie wir es auch damals hatten im 19. Jahrhundert und davor. Ja, Siamak und Ralf? Ja, auch Urteilskraft. Ich meine, es reicht ja nicht, dass ich jetzt gebildet bin oder gebildet werde oder egal wie man es nimmt, dass ich weiß, wie es abgelaufen ist oder abläuft, sondern ich muss auch die Möglichkeit haben, mich zu äußern, meine Gedanken zu äußern, zu sagen, was ich will, wie ich es haben will. Aber auch das wird mir ja nicht erstattet. Also egal was ich sage, es gibt jemand, der entscheidet, ob es sich dabei um eine Majestätsbeleidigung handelt oder nicht. Das heißt, ich muss immer wieder mit einem Rechtsanwalt neben mir rumlaufen und sagen, okay, darf ich das sagen oder darf ich das nicht sagen? Und wenn ich das nicht sagen darf oder wenn ich es sage, wenn ich es nicht da sagen darf, so wie in den letzten Monaten, Haftstrafe, Geldstrafe oder was weiß ich immer was, nur weil ich Baerbock kritisiere oder weil ich Habeck kritisiere oder Scholz kritisiere. Ich meine, wo sind wir hier gelandet? Sind wir in einer absoluten Monarchie? Dass ich irgendetwas zu einem gewählten Politiker sage und dem passt es nicht. Und zack, Hausdurchsuchung, Strafe, Gerichtsverfahren und ich werde mundtot gemacht. Und das ist auch ein Parallel zu den damaligen Zeiten. Freie Meinungsäußerung, das ist ja das, was die Menschen damals verlangt haben. Dass da kein Majestät ankommt und mich einen Kopf kürzer macht, weil ich ihn beleidigt habe. Und genau dahin müssen wir wieder zurück, dass wir uns diese Rechte nicht nehmen lassen. Die versuchen uns Angst zu machen. Die versuchen Druck aufzubauen und Angst zu machen, damit wir nicht mehr sagen. Und sie mit ihren Ideen, mit ihren Politik, mit ihren Vorstellungen durchkommen. Ralf, und dann hätte ich eine Frage an Eduard. Genau. Ich wollte es nur noch ergänzen durch einen Punkt. 1990, als dann die Wiedervereinigung war, hat man ins Grundgesetz geschrieben, in die Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen und so weiter, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Ich möchte, damit man das ganz klar sagt, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben? Die verfassungsgebende Gewalt im Sinne des Grundgesetzes ist das Volk. Und es ist niemand von uns gefragt worden. Das haben die Politiker unter sich gemacht. Ist das deutlich? Also das ist einfach eine Lüge. Wir sind nicht gefragt worden. Die Ossis sind auch nicht gefragt worden. Das haben die dann irgendwo am grünen Tisch entschieden, dass nach Artikel 23 die DDR dann in den Verfügungsbereich oder in den Geltungsbereich des Grundgesetzes eingetreten ist. Die Verfassungsfrage wurde ich gar nicht gestellt. Aber der Verfassungsgeber im Sinne des Grundgesetzes, die verfassungsgebende Gewalt, ist das Volk. Und die Politik ist die verfasste Gewalt. Die hat durch das Grundgesetz eigentlich den Rahmen, innerhalb dessen sie funktionieren darf nur. So ist das, ganz grob gesagt. Die ist die verfasste Gewalt und nicht die verfassungsgebende. Und die haben hier geschrieben, und das ist eine fundamentale, freche Lüge, die aber den ganzen Umschwung, der passiert ist, gewissermaßen schon in der Präambel des Grundgesetzes drin hat. Die haben geschrieben, das deutsche Volk hat sich Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt das Grundgesetz gegeben und haben sich selbst, das Personal hat sich selbst in die Rolle des Verfassungsgebers gesetzt. Und das ist eine fundamentale Lüge und die gehört ausgelöscht. Also kurz gesagt, das gehört vollständig korrigiert. Unsere Politiker sind das Personal und weiter nichts. Und der Souverän sind wir. Und das müssen wir endlich begreifen und uns nicht behandeln lassen wie die Deppen. Und wir haben ein entgleistes Personal, das nicht mehr im Sinne des Souveränes arbeitet, sondern im Sinne von Amerika, von einer nicht demokratischen EU. Wir haben alle gemeinsam, oder wer da überhaupt mitgewählt hat, einen Herrn Weber gewählt zum Chef
der EU. Und dann ist eine Frau von der Leyen dahin gekommen. Das ist nicht nur nicht demokratisch, das ist ein Verbrechen. Und das zeigt eigentlich schon alles. Und das EU-Parlament hat überhaupt nichts zu sagen. Nicht mal eigene Gesetze darf es vorschlagen. Also es ist einfach irre, in was für einer Lügenwelt wir leben. Das gesamte Grundgesetz und alles, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ist eine glatte Lüge. Alle Staatsgewalt geht von den Parteien aus und vor allen Dingen von den Mächten, die hinter den Parteien wirken. Und wir werden und die Presse durch die Presse geknebelt und durch die Politik geknebelt und durch die Rechts. Unsere Richter sind ja auch alles andere als frei und so weiter und so fort. Es gibt keine echte Gewaltenteilung im System und so weiter und so fort. Das heißt, da steht eine richtige Revolution an. Und zwar eine im Sinne des Grundgesetzes selbst. Also die Erfüllung dessen, was im Grundgesetz gewollt wird, die steht an. Eine Erneuerung der Bundesrepublik, naja, eigene Idealen sagen wir dazu, die steht an. Und wie gesagt, die ist schon in Artikel 1, Quatsch, in der Präambel ist das schon festgeschrieben. Und da drinnen im Grundgesetz sind auch lauter Fälschungen des Geistes des Grundgesetzes, die eigentlich nicht zu akzeptieren sind. Das wollte ich auch nur noch dazu sagen, weil das Ganze hat System. Und zwar seit 1989 wird das systematisch, das Grundgesetz, vollständig abgeschafft. Und es soll vollständig abgeschafft werden. Unser Bundespimpf, der denkt, er sei der Kanzler. Der erste Kanzler, der nicht gewählt worden ist, der ist ja nur deswegen Kanzler geworden, weil die anderen abgeschmolzen sind. Da blieb er noch übrig. Ne? Stellt sich neben den Macron und sagt, ich wünsche mir eine postnationale europäische Verfassung. Das heißt, außer Kraftsetzung des Grundgesetzes für eine europäische Verfassung, die von Menschenrechten und Demokratie nicht die Spur einer Ahnung hat. So viel zum Thema. Ja, Marc, hattest du dich jetzt neu gemeldet noch kurz dazu? Ja, okay. Ralf, das, was du sagst, ist ja alles schon und richtig. Aber du hast es ja mit Politikern zu tun, die sagen, ein Volk existiert nicht. Und wenn du jetzt ankommst und sagst, dem deutschen Volke, was erwartest du denn? Was erwartest du denn? Ich meine, da kommen wir auch wieder zu Hambach. Was wollte man damals? Was wollte man damals? Ich habe ja in der Schule gelernt und ich habe jetzt vor 2 Wochen, als wir die Demo da hatten, habe ich wieder meine Geschichtskenntnis ein bisschen aufgefrischt. Nationale Einheit, das ist ja nicht mehr gewollt. Ist ja nicht mehr gewollt. Und das erste Mal die Nationalflagge, die deutschen Farben, das wird ja als, ja, ich will jetzt mal das N-Wort nicht benutzen, aber wenn ich jetzt mit der Deutschlandflagge durch die Gegend renne und als Nazi beschimpft werde, während in Hambach, ich glaube, der Eduard hat es vorhin erwähnt, dass die Stadtverwaltung und Schlossstiftung und die ganzen Leute mit faschistoiden Personen an schwarzen Block zusammen gemeinsame Sache machen und auf ihre Flaggen dann halt mal reinschreiben, Hambach ist bunt. Dann schaue ich drüber und sehe, wie ein schwarzer Block vor mir steht. Und dann frage ich mich, was ist da dran bunt? Und was erwartest du denn? Was erwartest du von solchen Menschen? Also ich erwarte ehrlich gesagt gar nichts. Und genau dahin muss man ja wieder zurück. Man muss ja auch zu diesen Kernideen, zu den Ideen von damals auch wieder zurück. Wer bin ich? Was ist Deutsch? Wo komme ich her? Ich bin ganz ehrlich, ich bin gebürtiger Iraner. Ich weiß ganz genau, wie es ist, ein Iraner zu sein. Ich kenne mich ein wenig mit meiner Geschichte aus. Ich kenne ein wenig mit der Dichtung aus. Ich kenne mich mit persischen Essen auch sehr gut aus. Aber das ist ja das, was hier fehlt. Und genau da entstehen Lücken und da grätschen halt solche Individuen wie Habeck, Scholz und Baerbock und Schäpli und was weiß ich mal, wie die alle heißen, da rein. Und ich gehe demonstrieren oder ich will spazieren gehen auf Hambach. Also ich meine, wir haben ja festgestellt, ein besserer Ort, Wiege der Demokratie in Deutschland. Was anderes gibt's ja nicht. Und da heißt es, ich bin nicht willkommen, weil ich nicht bunt bin. Und dann frage ich mich, wenn ich nicht bunt bin, wer ist es dann? Bevor jetzt Ralf da antwortet oder vielleicht auch die Frage, gut, sehr gut, weil ich finde, das war jetzt ein sehr schöner Übergang. Eduard, ich würde dich einfach mal so fragen, kannst du mal ein bisschen sagen zu dem, was die letzten Jahre eigentlich in Hambach dann organisiert wurde, weil es wurde ja an diese Historie angeknüpft. Und was ist denn da die letzten Jahre eigentlich gewesen und was hat sich jetzt aber 2023 verändert? Und für die anderen schon mal im Hinterkopf, so was meint ihr denn, warum ist es damals gescheitert? Also was lernen wir denn für die jetzige Bewegung? Also aus dem Scheitern von damals, was müsste man als Bewegung sozusagen jetzt anders machen? Erstmal Eduard.
Also die erste Frage, ja, was war die letzten Jahre gewesen? Ja, da war ein, also das, dieses Jahr nannte man das, das Hambacher Demokratiefest 2.0. Aber es war wohl so, dass diesem Hambacher Demokratiefest in diesem Jahr schon einige Demokratiefeste vorausgingen. Mhm. Da habe ich jetzt leider keine so genaue Sichtweise drauf. Aber die Demokratiedefizite in unserem Land, die sind nicht erst seit den Corona-Maßnahmen offensichtlich. Das geht schon länger. Ich sehe eine schleichende strukturelle Entwicklung. Da gehört auf allen Dingen das Parteiensystem dazu, als Problem und nicht als die Lösung. Eine strukturelle Entwicklung, die auch, wenn man die Strafprozessordnung anschaut, auch als Spiegel für Freiheitsrechte, wenn es um Strafverfolgung geht, die ist immer weiter eingeschränkt worden in Richtung Freiheiten und so weiter. Wir haben ein, das, was man Verwaltung nennt, immer stärkeres Eingreifen in die Privatsphäre der Bürger durch Regelungen, das nennt man dann Bürokratisierung. Und die Corona-Maßnahmen sind eigentlich eine Fortentwicklung eines Prozesses, der schon lange läuft. Und vorhin ist ja angesprochen worden, die Leute, die interessieren sich nicht mehr dafür. Ja, für mich ist das auch ein systemisches Problem. Denen ist es systematisch aberzogen worden, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Simak hat es vorhin mal kurz angesprochen mit der Sitzung im Gemeinderat. Wenn man sich aus der Bürgerschaft ohne Mandat äußert, dann wirst du begonnen im Gemeinderat aufwärts als Störenfried betrachtet. So ist es. Egal, wo du bist und egal, auf welcher Ebene du eingreifst. Und das macht natürlich Demokratie unbequem. Ne? Politik zu machen wird dann unbequem. Allerdings schneidet es dann, wenn das plural abgeschnitten wird auf die Art und Weise und die Ressourcen aus der Bürgerschaft abgeschnitten werden, dann bekommen wir eben das Defizit, was wir haben. Und Ralf, du hast ja auch gesagt, niemand wird gefragt, nicht mal mehr 1990, wenn es um unsere Verfassung geht. Niemand wird gefragt, wir werden nicht mehr gefragt. Und das, was auf dem Reichstagsgebäude steht, dem deutschen Volke, symbolisiert ja genauso diese Entwicklung. Simat, das hast du vorhin auch schön angesprochen. Es geht mit diesem Leitsatz auf dem Reichstagsgebäude ja darum, was wir bekommen. Ne? Und wie wäre es denn, wenn auf dem Reichstagsgebäude stehen würde, nicht dem deutschen Volke, sondern durch das Volk? Ich habe inzwischen noch was Besseres. Fürs deutsche Personal. Jana, ich weiß nicht, ob ich jetzt von der Fragestellung... Ja, ein bisschen. Vielleicht magst du mal ein bisschen zu Hambach 23 jetzt was sagen und ob du da auch Parallelen vielleicht zur Historie siehst. Ja, ich habe es vorhin kurz eingeleitet. Wenn man vergleicht, die Freiheiten, die etwa 30.000 Menschen hatten 1832, als sie hinauf aufs Schloss riefen, und die Freiheiten, die jetzt die Demokratie- und Freiheitsbewegung 2022 und jetzt Pfingstsonntag 2023 hatten, da bekommt man ja symbolisch gezeigt, wo wir mit unserer Demokratie stehen. So, und wenn man dann als, ich sage ungern Demonstrant, sondern ich möchte einen ganz anderen Begriff verwenden, die demokratiebegeisterten Menschen gesehen hat, letztes Jahr 2022 und dieses Jahr 2023 und wie man mit denen umgegangen ist, jetzt dieses Jahr 2023, die Ordnungsmaßnahmen angeschaut hat, also die Polizeimaßnahmen. Insgesamt für mich hat sich ein Bild ergeben, dass man das Hambacher Schloss direkt unterhalb des Schlosses in ein Gefängnis verwandelt hat, in ein Gefängnis mit offenem Vollzug verwandelt hat, durch Absperrgitter, durch
Menschen in Trauerkleidung, also in Schwarz gekleidet. Es waren nicht die Antifa, sondern die Polizisten mit Knüppel und Pistole. Und die 10.000 Menschen sind erwartet worden und 16 sind dann etwa die Hälfte gekommen. Und von den 10.000 Erwartenden hat man dann letztlich 1600 hochgelassen ans Schloss, auf das Schloss hoch. Das heißt, man hat dem 4/5 der erwarteten Teilnehmer mit der Zahl 1600 dürfen aus Schloss, hat man 4/5, das sind fast 8400, hätte man praktisch die Demonstration hinauf aufs Schloss, also den historischen Ablauf verboten. Obwohl das Verbot ja vorher im Vorfeld aufgehoben worden ist. Und dann hat man den Gegendemonstranten, die man als gewaltbereit eingestuft hat, den Burgplatz freigeräumt, durch Absperrgitter wiederum, wo wir eigentlich unser Demokratiefest feiern wollten. Und das Verbot wurde ausgesprochen, um Rettungswege freizuhalten. Ne? Hat man auch die Begrenzung eingeführt. Dann hat man am Pfingstsonntag die Rettungswege mit Polizeifahrzeugen, mit Einsatzfahrzeugen zugestellt, bis hoch am Burgplatz. Und weil man uns schützen wollte, ne, vor diesen gewaltbereiten Antifanten, so nennt man sie. Die man selber zugelassen hat, die man selber dahin geschickt hat. Ja gut, die haben ja auch ein Recht, die haben auch ihr Recht, ihre Meinung zu sagen. Die Frage ist nur, ob sie es ausgerechnet dort machen sollen, wo wir eigentlich demonstrieren wollten. Die hätten das an einem anderen Platz machen können. Das wäre eine, wenn man jetzt die, im Übrigen waren das gerade mal 80-100 Leute, wir waren 5000. Und für die 80 Leute hat man den kompletten Burgplatz im Grunde frei geräumt. Man hat uns durch Absperrgitter wie die Schafe getrieben hinter das Besucherzentrum, also weit ein Stück weit ab, die 1600, die noch hoch durften vor an diesem Platz, wo der Demokratiepreis vergeben wurde, hat man da noch 400 gezählt. Auf jeden Fall wurde der Burgplatz, wo wir noch letztes Jahr hin konnten, trotz einem Demo-Verbot auch letztes Jahr, im Grunde folgt ja der Ablauf letztes Jahr und dieses Jahr auch dem historischen Vorbild, auch mit einem Demo-Verbot, ne? Auch mit einem aufgehobenen Demo-Verbot. Nur ist es tatsächlich vollzogen worden, ne? Auch wenn ein paar Leute jetzt aufs Schloss hoch durften. Aber jemand, der weiß gekleidet war, durfte nicht aufs Schloss hoch, auch nach der Veranstaltung nicht. Aber ich finde es also wirklich ein Skandal, wenn man einerseits sagt, man müssen die Rettungswege frei halten und genau diese Rettungswege dann mit Polizeieinsatzfahrzeugen belegt. Und ich mir vorkomme wie im Gefängnis oder wie ein Schaf, das durch ein Gitter getrieben wird. Das darf nächstes Jahr nicht mehr vorkommen. Und ein Skandal ist auch, dass sich eben die Stadt Neustadt und die Stiftungsverwaltung an der Schmähsymbolik beteiligt. Offen beteiligt, mit großem finanziellem Aufwand, einerseits durch Plakate an den Laternenmasten, obwohl das Plakatieren unzulässig ist in Neustadt, und andererseits mit sehr großen Transparenten am Schloss. Und dann hat man auch noch die Fenster am Schloss bunt gemacht, eben mit der Symbolik, um sich an dieser Schmähsymbolik von Leuten zu beteiligen, die von der Polizei als gewaltbereit eingestuft worden sind. Unabhängig jetzt, ob sie es jetzt konkret waren oder nicht. Sie waren als gewaltbereit eingestuft. Das war mein Eindruck. Das war mein Eindruck aus dem Pfingstsonntag. Und wir arbeiten jetzt dran, das mit der IDA, also mit der Initiative IDA und mit den Organisatoren aus Hambach, werden wir diese Einzelmaßnahmen dafür sorgen, dass sie aufgearbeitet werden. Um dann letztlich den Weg frei zu machen für Demokratie auf dem Schloss, an der Wiege der Demokratie, mit dem sich ja auch die Stadt Neustadt als Ort der Demokratie brüstet. Ne? Und auch die Stiftungsverwaltung, die im Grunde mit einer Demokratieausstellung ja im Grunde wissen müsste,
wissen müsste, worum es geht. Aber ich habe den nicht den Eindruck. Ich habe nicht den Eindruck. Im Übrigen darf ich jetzt abschließen vielleicht mit der Schmähsymbolik. Hambach ist bunt. Also die sogenannten Antifaschisten, die sich im Grunde, indem sie uns überhaupt nicht äußern, wir haben ja keine Möglichkeit, uns überhaupt zu äußern, indem sie sich durchaus mit ihrem Verhalten diesen faschistoiden Charakteren durchaus verglichen werden kann mit ihrem konkreten Verhalten. Die behaupten, sie sind bunt. Und ich behaupte, wir sind mit der Symbolik in Weiß bunt, weil das Weiß setzt sich aus allen Spektralfarben zusammen. Und und dann ergibt sich aus allen Spektralfarben Weiß. Und Weiß steht nicht für Kapitulation. Das heißt, es ist dazu verwendet worden, aber Weiß steht für Offenheit, für das Plural in der Demokratie, für Reinheit, für Sauberkeit, also mit all diesen Attributen, die wir jetzt gerade verteidigen. Und letztlich auch steht Weiß für Demokratie und Aufklärung. Und dieses Weiß nimmt eben das Bunte auf. Und wenn ich das Weiß ausschließe, was ja offensichtlich von der Stadt Neustadt und von der Stiftungsverwaltung beabsichtigt ist, sie haben ja ganz klar geäußert, sie wollen verhindern, dass wir als demokratiebegeisterte Menschen da aufs Schloss können und um diesen historischen Abläufen wieder ein Gehalt und einen Wert zu verschaffen, unseren Grundrechten einen Wert zu verschaffen, wenn aus der Richtung, wenn das dort verhindert wird, also da haben wir guten Grund, nächstes Jahr und vielleicht jetzt auch unterm Jahr wieder da hochzuziehen. Bevor wir jetzt auf das kommen, was jetzt in Zukunft so geplant ist und so weiter, das finde ich nämlich total wichtig und spannend. Ich würde einfach gerne mal in die Runde geben, wer was dazu sagen möchte. Warum ist denn die Demokratie- und Freiheitsbewegung eigentlich damals gescheitert? Oder was nehmt ihr so daraus mit, aus dem, was damals passiert ist, was man heute anders machen müsste? Macht man heute denn überhaupt was anderes? Ich weiß nicht, Feigheit, Bequemlichkeit, das sehen wir doch heute ja auch. Also ich sehe ja nicht unbedingt mutige Menschen um mich herum, die für Freiheit und für die Rechte kämpfen, sondern das sind haufenweise Menschen, die Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren, sei es Ärzte, sei es Anwälte, sei es Richter, sei es keine Ahnung was. Die haben Angst, dass sie ihre Raten für die Höchsten nicht bezahlen können, ihr Auto nicht fahren können. Und das ist einfach nur Angst. Und ich glaube, wir werden genauso scheitern, oder wir sind ja schon gescheitert, wie damals ja auch. Okay, tut mir leid, ich bin jetzt reingekrätscht. Also das war... Ich glaube, Stefanie hatte sich gemeldet, dann Ralf, dann Eduard meldet sich jetzt auch. Okay, also ich habe für mich erstmal die Lehre aus der Französischen Revolution zu ziehen. Und zwar, die Menschen damals haben gemacht, aber ich bezweifle, die haben auch Ideen gehabt, wie es sein sollte und Vorstellungen und Theorien, aber ich bezweifle, dass sie erfüllen und sich vorstellen konnten, realistisch, wie es hinterher wäre. Also wenn man quasi in Leibeigenschaft drinsteckt und soll sich rausdenken in einen Citoyen, einen freien Menschen, habe ich so ein bisschen mein Problem, dass ich glaube, dass die das alle gekonnt haben. Trotzdem haben sie gemacht. Und deswegen sehe ich auch heute Bestrebungen von uns, wo manche sagen, ach, das kann doch nicht werden und ist doch zu schön. Ich sehe das gar nicht so pessimistisch. Es wird etwas ganz Neues kommen und wir alle zusammen können es uns noch nicht vorstellen, wie es dann sein wird. Wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Theorien und unsere Bestrebungen, und das ist ja auch wichtig, aber letztendlich vorstellen können wir es uns wahrscheinlich nicht. Aus der Badischen Revolution ist für mich so die Punkte, die waren zerstritten. Die haben sich genauso um Blödsinn gerauft, wie wir das heute machen. Die haben zum Teil zu lange gezögert, bis sie sich noch mehr zerstritten haben, statt zusammengekommen sind. Also die haben aufeinander gewartet quasi und haben sich aber immer mehr zerstritten. Die haben vor allem Ziele zurückgeschraubt und das auch noch aneinander vorbei. Also die eine Gruppierung hat dann gesagt, dann verzichten wir da und
machen das so. Und letztendlich steckte in allem drin, einige und eben nicht alle wollten das System erhalten. Die wollten eine konstitutionelle Monarchie erhalten, so wie wir jetzt das Parteiensystem erhalten wollen. Die wichtigste Schlussfolgerung für mich daraus ist, was wir brauchen, ist ein Ziel, was alle vereint und was ziemlich weit vorne liegt, wo wir drauf zugehen, ohne noch zu fragen, jetzt, wie wird es denn im Detail? Weil das Detail können wir uns noch nicht vorstellen. Wir müssen losmarschieren, wie die damals auch. Also auch wie die in Frankreich zuvor. Ralf und dann Eduard? Ich sehe es auch nicht ganz so pessimistisch. Damals hat man gelebt im Kaiserreich. Und diese Vorstellungen, wie es anders sein könnte, die waren noch sehr weit weg. Wir haben jetzt demokratische Epochen durchgemacht, vor allen Dingen vor der Maueröffnung. Da hatte man das Gefühl, dass einigermaßen was stimmt. Es gab zwar riesige Auseinandersetzungen, aber die Politiker waren nicht ganz so getrennt vom Grundgesetz, wie das heute der Fall ist. Und man hatte ein Gefühl von Freiheit, vor allen Dingen, wenn man in Berlin gewohnt hatte. Da war man ja noch besonders geschützt. Da hatte man ein Gefühl von Freiheit. Und dieses Gefühl wird jetzt eingeschränkt. Und ich glaube, dass man daran anknüpfen kann, dass man insofern weiter ist, als sie damals sein konnten bei dem Hambacher Fest. Das ist das eine. Und das andere, was ich denke, ist, dass man wirklich, dass im Grundgesetz so viele Keime sind, also so viel veranlagt ist an Positivität, dass man daran anknüpfen kann und nicht was völlig Neues machen muss, wo man sagt, da haben wir gar keine Vorstellung dafür, sondern man muss es nur mal richtig machen. Das ist der Punkt. Deswegen wollen wir eine verfassungsklärende Versammlung. Übrigens im Chiemsee. Im Chiemsee sind zwei Inseln. Da ist die Herreninsel, die Fraueninsel. Da sind die Schlösser auf der Herreninsel, in denen das Grundgesetz geschrieben wird. Dort wird es eine verfassungsklärende Versammlung geben, in die die Leute per Los reingezogen werden und dann werden die das im großen Maßstab klären, ob das mit Artikel 1 und Artikel 20 wirklich zusammenhängt. Alle Paragraphen, alle Artikel werden nach geguckt, ob sie mit Artikel 1 und Artikel 20 zusammenhängen und dann wird das geklärt und dann wird das Grundgesetz auf neue Basis gestellt. Unsere Politiker sind dann endlich Personal und nicht mehr Vertreter der Amerikaner und nicht mehr Vertreter von irgendwer und vor allen Dingen nicht mehr Vertreter von Parteien, sondern das Personal des Volkswillens. Wir wollen die Volksabstimmung vollumfänglich mit drin haben und die Souveränität über die Verfassung. Und ich glaube, damit kann man was anfangen. Und weil das die Erfüllung dessen ist, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes selber wollten, da stehen wir ganz anders da als damals die Leute bei dem Fest, wo man über die Ideale noch wahnsinnig ringen und kämpfen musste. Und das ist jetzt, es ist alles da, es muss nur ergriffen werden. Das ist für mich ein Unterschied. Okay. Dann würde ich gerne mal fragen, wer es sagen möchte, vielleicht Kai, weil du jetzt schon länger nichts gesagt hast. Wie sieht denn jetzt gerade die Planung aus? Also inwiefern steckt ihr da mit drin, mit denen, die bisher organisiert haben? Was ist jetzt irgendwie an Positiven, Eduard meldet sich, was da gerade an Bewegung losgehen soll zum Hambacher Fest? Ja, Jana, ich würde gerne noch ganz kurz zu den Vorangegangenen was sagen. Ja, gerne. Ich glaube, Also ich sehe es auch nicht so pessimistisch, aber auch nicht so optimistisch. Also ich denke, wir sind noch gar nicht bei Hambach. Wir sind noch gar nicht angekommen. Wir sind noch nicht in dem, auf der Ebene, die damals geherrscht hat, was die Politisierung betrifft und was auch die Erfahrungen der Unterdrückung betrifft. Ich habe es ja am Anfang gesagt, viele von den Leuten, die jetzt auf der Straße sind, die waren vorher gar nicht politisch. Ja, wir haben tatsächlich, ich halte mich selber für einen politischen Menschen, ich bin auch schon als Jugendlicher auf der Straße gewesen, aber ich habe auch die Demokratiedefizite in diesem Ausmaß nicht wahrgenommen, die ich jetzt in den letzten 3 Jahren, wie ich gelernt habe, die massiv sind. Das heißt, ich glaube, wir sind eigentlich erst in der Aufwachphase. Wir sind noch gar nicht alle aufgewacht natürlich, aber wir wachen gerade auf und wir merken, hier passiert etwas, was mit Demokratie nichts zu tun hat. Und dass wir wirklich zu einem Punkt kommen, wie sie bei Hambach waren, die hatten diese Unterdrückungserfahrung, die hatten diese Zensurerfahrung sehr viel länger. Ich glaube, wir arbeiten auf etwas hin, dass wir jetzt erfolgreich sein können mit unseren ganzen Vernetzungen bundesweit, mit den ganzen Aktionen, das glaube ich nicht. Ich glaube, hier wird ein Grund, eine Basis geschaffen für eine neue Bewegung, die kommen muss, weil es wird
auch am Ende dem Letzten klar werden, dass das, was wir hier erleben, keine Demokratie mehr ist, sondern dass das hier eine, dass das in eine Richtung Diktatur, Totalitarismus geht. Und das wird den Leuten klar werden. Und ich glaube, dann ist auch eine andere Kraft dahinter, eine andere Begeisterung, und dann wird die Bewegung auch stärker. Wir sind quasi nur diejenigen, die jetzt den Tisch decken. Das haben wir jetzt vor, das wollen wir jetzt machen. Also ich sage nur ein paar Worte, jetzt haben sich schon wieder welche gemeldet zu dem, was ich gesagt habe. Wir werden jetzt weitermachen, aber vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber. Okay, genau, weil Stefanie und Siamak wollt ihr zu dem was gerade? Ja, ne? Ergänzen. Das ist ja der Punkt, warum ich sage, ein Ziel möglichst weit vorne. Nicht, dass wir uns auf diesem Weg der Politisierung noch so zerstreiten, wie die sich zerstritten haben. Ein Ziel, also für mich wäre dieses Ziel, das Grundgesetz erhalten und danach entrümpeln und verbessern. Das ist für mich das reine Ziel. Und ich glaube, da könnte man ganz viele dahinter versammeln, weil die politischen Leute, wenn sie mal, also vorher, früher schon gewesen sind, wenn die mal kapieren, was Sache ist, dann die werden ja wahrscheinlich auch ihr Grundgesetz behalten wollen. So auf der Straße gefragt, würden ja die meisten sicher sagen, jo, wollen wir behalten. Die wollen aber auch wahrscheinlich nur das Positive da drin und nicht das, was mittlerweile draus gemacht worden ist. Ja? Und ja, es ist ein längerer Prozess. Ich war immer ein politischer Mensch eigentlich, so gut man es halt auch dann sein kann, alleinerziehend mit zwei Kindern, dann klingt man sich wieder ein bisschen aus und wird ein bisschen ein und einzelne Themen. Aber auch ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren wirklich gedacht habe, mir fällt die Kinnlade ständig runter, wenn ich mich genauer damit beschäftigt habe, wo überall Defizite sind und was überall los ist. Und was wir jetzt noch gar nicht mal angetippt hatten, was aber immer in diesem Prozess drin steckt, ist, was ich erkannt habe, ist, es gibt wirklich böse Menschen. Ich bin immer davon ausgegangen, nee, man kann letztendlich mit allen Menschen reden. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so. Mittlerweile glaube ich wirklich, dass das nicht nur eine Floskel ist, wenn man sagt, in der Politik sind viele Psychopathen, weil die sich da hocharbeiten, weil das passt für die. Sondern ich glaube wirklich mittlerweile, das ist so. Und damit muss man irgendwie politisch, gesellschaftlich umgehen. Und ich glaube, das sind die, an denen wir uns gerade versuchen, mit denen umzugehen. Und ich bin mal gespannt. Aber wir müssen es erst, also die Menschen müssen es erst erkennen, was Sache ist. Und das ist, da hast du vollkommen recht, das ist ein Problem. Aber deswegen bitte nicht zu viele Ziele, nicht über die Ziele streiten. Es ist egal, im Detail können wir es hinterher wieder streiten. Und was jetzt genau die richtige Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik ist, können wir es gerne hinterher wieder streiten, wenn wir wieder unsere Freiheit und Sicherheit haben. Was ich nämlich für mich erkannt habe, ist, also ich für mich war es Grund, also ich habe mich in der Schule mit dem Grundgesetz beschäftigt, ich hatte Politikleistungskurs. Ich war begeistert von dem Ding und ich habe mich da auf sicherem Boden gefühlt. Ich habe hab auch Kunst gemacht und da habe ich eine Plastik gemacht, die im Grunde einen Verfassungsrichter darstellt. Ich habe mich bei dem Grundgesetz auf sicherem Boden gefühlt. Und was ich durch Corona erkannt habe, ist, dass mit einem Griff der Boden weggezogen war. Und seitdem fühle ich mich nicht mehr auf sicherem Boden. Und ich würde erst mal gern wieder auf sicherem Boden stehen. Und ich glaube, das würden viele, bevor man im Detail über die Ausgestaltung der Gesellschaft redet. Wichtig ist erst mal, die Gesellschaft zu retten. Die Freiheit, die Demokratie, das Grundgesetz. Siamak hatte direkt und dann Eduard und Ralf. Du bist aber leise, Siamak. Jetzt. Es wurde vorhin gesagt, dass die Menschen damals nicht wussten, wie es sein wird. Und die konnten sich nicht darunter vorstellen, wie ein demokratisches System mit den Grundrechten, mit Menschenrechten aussehen würde. Kai, ich glaube, du hast es gesagt, dass die Menschen jetzt heute in so einer Art Lernprozess sind und dass sie im Prinzip es lernen müssen und erst dann aufwachen müssen. Ich meine, wir haben doch hier alles. Wir haben ja Beispiele. Wir haben Beispiele in China, wie es im Prinzip ohne Menschenrechte, ohne Rechte, ohne Freiheiten ist. Wir haben es im Iran, wir haben es in Saudi-Arabien, wir haben es in zig andere Länder. Und wir haben ja Beispiele hier aus unserer eigenen, ja, unser eigenes Land, wie es sein oder wie es war. Und wenn jetzt nicht mal die Menschen aufwachen und anfangen, sich Gedanken zu machen, wann dann? Ich meine, wir haben doch alles da. Wir wissen ja ganz genau, was es heißt, keine Rechte zu haben. Und die Menschen geben trotzdem freiwillig ihre Rechte ab. Auf was? Ich meine, und dann heißt es, man sollte es nicht so pessimistisch sehen. Also, ich sehe da jetzt nichts, wo ich dann mal sage, ja, juhu, es wird besser. Ganz ehrlich, also ich sehe es dann halt mal eher, dass es schlimmer wird, weil den Menschen immer mehr Angst gemacht wird und dass sie sich gar nicht damit auseinandersetzen.
jetzt kommt das Virus, dann ist immer die Hitze, dann kommt noch ein Virus, dann kommt noch mal was, weiß ich immer was, dann kommt der böse Russe, dann ist der böse Inder vor der Tür. Also du kannst mit den Menschen immer wieder Angst machen. Also ich sehe es nicht, dass da jetzt irgendwie so ein Aufwachprozess da jetzt im Gange ist. Magst du direkt kurz, ja? Ja, ganz kurz, nur damit, damit du mich nicht missverstehst. Also ich meine mit dem Aufwachprozess, nicht, dass man erkennt, also ich denke, viele Menschen halten dieses Land, diese Gesellschaft für eine Demokratie nach wie vor. Viele Menschen merken langsam, es läuft nicht so in die richtige Richtung, aber sie halten sich trotzdem für Demokraten und sie denken, die demokratischen Strukturen, auch unser Rechtsstaat, funktionieren. Der Lernprozess, der jetzt stattfindet, ist, das zu erkennen, mir geht es selber schlecht oder hier läuft es nicht gut, weil diese Strukturen nicht wirklich funktionieren, weil uns das vorgemacht wird. Und der Lernprozess ist auch derjenige, dass man sagt, ich kann nicht nur durch Wahlen, indem ich alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre irgendwo Kreuz mache, irgendwie die Richtung in die eine oder andere Richtung, die Politik in die eine oder andere Richtung lenken, sondern dass ich lerne, dass ich selber wieder ein politischer Mensch werden muss, dass ich selber verantwortlich bin, mir die Informationen zu holen, weil die Informationen, die mir gegeben werden, sind nicht vollständig oder falsch. Das ist der Lernprozess, den wir jetzt erleben. Und ich glaube, wir in Deutschland haben hier in den letzten, ich bin jetzt ein Kind der 70er, wir hatten das Gefühl, wir waren auch in einer besseren Demokratie, wir waren in einer aufgeklärteren Gesellschaft früher zu Hause, als das heute ist. Das hat sich schleichend in den letzten 20 Jahren verschärft und der Aufwachprozess, der Lernprozess, der setzt jetzt bei vielen Menschen ein, die jetzt erkennen, ich war nie politisch, ja, aber ich merke, hier stimmt was mit der Politik, mit dem System grundsätzlich nicht. Der muss kommen und wenn der massiv kommt, dann kann auch die Demokratiebewegung mehr Kraft gewinnen. Okay, dann würde ich jetzt Eduard und Ralf zu den vorherigen Themen. Ja, die Frage war ja, ich bin immer auch noch bei der Frage, warum ist die Demokratiebewegung gescheitert? Mhm. Ich greife natürlich ziemlich weit vor. Ich denke, sie ist auch am Anfang. Man hört ja immer wieder, was mir aus der Bewegung, wir sind im Marathon, ne, nicht im Sprint. Und der Marathon, da braucht man eine Menge Geduld wahrscheinlich noch, weil wir stellen die Systemfrage mit dem, was wir wollen, leider. Und das ist der Unterschied zur Vergangenheit. Auch ich hatte als junger Mensch, ich bin Beamter gewesen, ich habe auch überzeugt und schwur auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgelegt, ja. Und über die ganzen Jahre hat das Preis-Leistungs-Verhältnis gestimmt in unserem Land. Soziale Marktwirtschaft war epochal wunderbares System, also das Soziale mit dem Kapitalismus zu verbinden. Aber es sind jetzt ja eben Einflüsse seit Jahrzehnten schon, die genau das, was die Werte in unserem Land ausmacht, den Charakter dieses Landes ausgemacht hat, nämlich die Verfassung unseres Landes als Charakter, sind im schleichenden Prozess immer weiter ausgehöhlt worden. Und was jetzt eigentlich schon erstaunt ist, dass die Leute tatsächlich immer noch das Vertrauen in das System haben, weil bisher immer das Preis-Leistungs-Verhältnis gestimmt hat. Und sie vollständig vom Politischen entwöhnt worden sind. Und wenn einer den Versuch macht, sie mag, dann bist du eben ein Störenfried, wenn du das änderst. Und jetzt haben wir aber Lücke. Wir haben eine Lücke zwischen Großteil, ich schätze den mal auf 80%, ganz nach dem Pareto-Prinzip, die sich auch in Zukunft nicht um Politik kümmern werden. Und die anderen 20%, die überlegen sich gerade, wie es weitergeht. Es reicht nicht mehr aus, dass man auf die Demos sind wichtig nach wie vor, aber es reicht nicht mehr aus, nur die Wirklichkeit anzuklagen. Wir sind in der Pflicht, die 20% übrig bleiben, die auf der Straße sind und die auch zu Hause bleiben von den 20%, müssen sich überlegen, wie die Tür eben aufgeht, um die Lücke zu überwinden, über das repräsentative System, was uns ja gar nicht zulässt. Oder man sieht es denn die Ereignisse am Pfingstsonntag, wir werden ja nicht nur als Störenfriede behandelt, sondern als Demokratiefeinde. Obwohl wir ja genau die verteidigen, wieder zurückholen wollen. Ne? Und eine Initiative ist jetzt in der Tat unsere Verfassung e.V. Das ist aber auch nur eine Säule, ein Mosaikstein mit Dingen, die
die hier zusammenlaufen müssen. Und dann stelle ich die Frage nach einem gemeinsamen Band. Das ist auch in der Demokratiebewegung noch nicht da. Und die Frage ist eben, da stelle ich jetzt, ich habe Antwort, aber ich lasse die jetzt auch weg. Das gemeinsame Band stelle ich jetzt einfach als These in den Raum, wird kein politisches Thema sein. Weil mit politischen Themen werden wir uns auch in der Demokratiebewegung zerteilen wie die Parteien. Weil da ist jeder in seinem Club parteiisch. Ob er jetzt Partei heißt oder nicht. Wir werden ein gemeinsames Band finden wollen und müssen. Wahrscheinlich eines, was unpolitisch ist, was uns tatsächlich über alle Interessen und Initiativen hinweg verbindet. Mehr sage ich an der Stelle nicht. Und zur Rolle der Politiker, also ich gehe jetzt raus aus der Frage, warum die Demokratiebewegung gescheitert ist. Die ist jetzt gerade am Anfang. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, auch mit Hambach, mit allen Initiativen, die jetzt schon unterwegs sind. Die Rolle der Politiker sieht in Zukunft so aus, dass sie keine Entscheidungen mehr selber treffen, sondern Entscheidungen nur noch koordinieren, orchestrieren oder organisieren. Das sind die Politiker, so sehe ich Politiker in Zukunft. Und wir werden eine Politik bekommen durch das Volk, durch Bürgerbeteiligungsprozesse auf vielen, vielen Ebenen. Und das ist meine ganz grobe Vorstellung über die Tür, die jetzt aufgeht. Und die 80%, die da eben, mit denen wir nicht rechnen können, die werden irgendwann mitmachen, weil sie merken, es läuft, es geht so besser. Und dann werden sich die Leute auch wieder daran gewöhnen, sich um ihre eigenen Angelegenheiten innerhalb dieser Bürgerbeteiligungsprozesse, die dann implementiert sind, wie ein Blumenstrauß im gesamten politischen System auf allen Ebenen, dann werden sie sich wieder von allein daran gewöhnen, dass Politik vielleicht sogar Spaß macht. Ne? Vielleicht lernt man dann seine Fähigkeiten, ganz neue Fähigkeiten bei sich kennen. Und in diesem Prozess wird auch sich das Bildungssystem ändern. Wird wieder auf die Bedürfnisse von den Menschen ausgehen. Und wir werden vielleicht dann lernen, die Prozesse oder die Dinge zu lernen, die unsere Bedürfnisse ausmachen. Ende. Damit bin ich jetzt zu der Frage, Demokratie bewegen, scheitern. Nein, wir sind am Anfang. Danke. Ralf und dann Stefan. Also die größte Hilfe bei der Beschleunigung dieser Prozesse sind die Politiker. Die Entscheidungen werden immer beschissen. Es gibt einen Grundsatz, ein Gesellschaftssystem im Verfall trifft immer die falschen Entscheidungen. Darauf kann man sich verlassen, dass unsere Politiker immer nur noch die falschen Entscheidungen treffen werden. Und das wird da eine Beschleunigung bringen, ganz einfach. Das wird die letzten Leute zum Aufwecken bringen. Also wenn das Wasser dann im Bett steht, dann wacht man auf. So, dass es die Wirtschaft haut da jetzt ab. Erst waren es die Leute, die gegen Corona waren. Jetzt ist es schon die Wirtschaft, die abhaut im großen Maßstab. Und das bringt Verwerfungen mit sich. Die sind überhaupt nicht mehr zu korrigieren. Aber wenn die Wirtschaft wegläuft, dann ist hier sowieso Anarchie angesagt. So in diese Richtung. So, aber ich will nur zum Zeitrahmen was sagen. Gesellschaftlichen Prozessen sind 100 Jahre kurze Zeiträume, nur damit man das auch weiß. Hambacher Fest war 1832. 1932 war gewissermaßen das Ende dieses Prozesses. Dann kam der Hitler 1933 und dann wurde es ja wieder aufgegriffen im Grundgesetz und jetzt kommt 2032. Das sind nur noch 9 Jahre, dann sind wir wieder in derselben Konstellation, grob gesagt. So, das sind die 100-Jahres-Schritte, ne? Und dann kommen dann kommt Grundgesetz, Geburtstag des Grundgesetzes 1949. Wir sind jetzt, also ich sage das jetzt mal ganz brutal. Es ist so, es gibt diese 7-Jahres-Schritte bei Menschen, wo man prinzipielle Umschwünge macht. Ähnlich gibt es 30 oder 33 Jahresschritte in der Gesellschaft. Und zwar nicht deswegen, weil das irgendwas spirituelle Hintergründe hätte, sondern weil dann immer
eine neue Generation ergreift. Und was die Alte sich mit Mühe hingebaut hat, ist für die neue Generation eine Selbstverständlichkeit. Und die ergreift das dann und macht was Neues draus oder geht einen Schritt weiter. Weil es da ist, was die einen mit Mühe gemacht haben, wo die mit ihren Kräften am Ende sind, sind die anderen mit ihren Kräften am Anfang. Das sind diese 33 oder 30 Jahrschritte. Wir sind jetzt, wenn man die 33 Jahre nimmt, kommt man jetzt, kommt man bei, mit dem Grundgesetz, sind wir bei 17,5, also zwischen 14 und 21, genau in der Mitte. Das heißt, und da ist dieser Moment, wo man sich überhaupt nichts mehr sagen lassen will, auch von seinen Lehrern, wo die Lehrer zu Witzfiguren werden, wenn sie mit Autorität ankommen oder sowas. Die sind sofort ernst zu nehmen, Lehrer, wenn sie sachlich die Dinge zeigen. Also auf der Sachebene, aber wenn einer mit Autorität kommt, ist er eine Witzfigur in der Schule. Kann man nur hoffen und kann das nur mit Gewalt durchsetzen. Und eigentlich in dieses selbstständig werden in der eigenen Biografie, dann zwischen 18 und 21 ist es ja, dann sollte es voll da sein. So, da sind wir mit dem Grundgesetz. Und jetzt müssen wir, genauso wie uns das Grundgesetz am Anfang an den Arsch gelegt worden ist, wie eine warme Windel, jetzt müssen wir sagen, ey, das war eine schöne Zeit. Erst haben es die Alliierten gehütet, dann haben es unsere Politiker versucht, so gut sie konnten, ne? Und die sind aber nichts mehr wert. Die sind jetzt wie so ein Lehrer, der noch auf Autorität kocht vor 16, 17-jährigen Schülern. Das ist eine Witzfigur. Und das müssen wir begreifen und sagen, jetzt müssen wir selber in die Gänge kommen. Und für mich sind das solche Prozesse. Also nächstes Jahr ist 75. Geburtstag, das ist genau die 17,5. Ja, wir sind dran, ne? Und dann wäre zu überlegen, wann ist Grundgesetz dann genau 21? Das könnte mit dem 1832 oder 2032 zusammenhängen. Wollen wir mal offen lassen, will ich jetzt nicht. Aber so, dass man so ungefähr in diesen geschichtlichen Prozessen denkt und dann sieht man, wie die Fortschritte laufen. Ne? So, ganz einfach. Aber die Jugend von heute, Entschuldigung, einfach nur ein Satz. Die Jugend von heute interessiert sich doch gar nicht mal fürs Grundgesetz. Deshalb haben wir auch die Regenbogenflaggen am Hambach flattern sehen. Weil sie davon ausgehen, dass die Freiheit existiert. Genau richtig. Und das ist eine Lüge und das werden Sie begreifen. Sie gehen davon aus, dass die Freiheit existiert. Und daraus wird ein neuer Impuls geboren, wenn man sieht, dass sie nicht existiert. Also das wird man, also so muss man das sehen. Weil die gehen davon aus, dass die Freiheit existiert. Und deswegen interessiert sie es nicht, ganz einfach. Bis sie merken, ihr Handy geht nicht mehr. Und dann sollst du sehen, was losgeht. Die Freiheit existiert doch. Die Freiheit ist ja da. Die dürfen ja ohne weiteres mich als Nazi beschimpfen. Die Freiheit ist ja da. Stefanie hatte sich gemeldet. Ich wollte aber trotzdem einfach nochmal schon mal sagen, dass wir jetzt schon über eine Stunde sprechen. Und ich würde gerne gleich ein bisschen für die Zuschauer nochmal konkreter werden. Für die, die vielleicht Lust haben, beim nächsten Hambacher Fest dabei zu sein, dass ihr mal ein bisschen dann sagt, wer da eigentlich jetzt gerade in der Bewegung aktiv ist und was da die Leute erwarten können, was oder wo man mitmachen kann, also was soll dann da eigentlich ganz konkret in Hambach noch passieren. Aber jetzt erstmal Stefanie noch zur alten Frage. Ich wollte nochmal auf Eduard zurück. Du hast gesagt, ein Symbol und das kann kein politisches sein, aber ich sehe trotzdem, dass du ein inhaltliches siehst, also wie ich das von dir weiß. Ich gehe noch weiter und ich sage, auch ein inhaltliches Symbol wird nicht klappen. Wir brauchen ein Symbol, wo jeder seine Inhalte, soweit die zusammenpassen, selber reinlegen kann und sich sagen kann, wir gehen jetzt zusammen und wenn wir das geschafft haben, dann können wir wieder die Inhalte darüber reden. Das Problem ist nämlich das, du hast die soziale Marktwirtschaft gelobt, ich finde sie auch hervorragend. Ich weiß aber, dass eine Atlas-Initiative, die auch sehr auf das Grundgesetz steht, argumentiert, durch die soziale Marktwirtschaft sind wir jetzt in diesen Weg zum Sozialismus reingerutscht. Nicht erkennend, dass das kein Sozialismus ist, sondern Kooperatismus, aber da kann man auch drüber debattieren. Aber das sind all die Fallstricke, die wir haben, die dann eben die Parallelen zu damals sind, die haben über solche Dinge debattiert. Die hätten einfach nur sagen müssen, wir wollen Wahlrecht für jeden, Männer, Frauen, alle gleichberechtigt, Ende des, der Fahnenstange, Schluss, ja. Aber sie haben Detail rumdebattiert. Sie hatten eine längere Liste, können wir vielleicht da mal verlinken oder so. Aber da ist dann hier in der Gegend was Kürzeres rausgeworden und das war eigentlich voll und ganz passend. Aber da haben sie noch dran rumgedeutelt, weil die eine hat mehr gedacht so und der andere mehr so. Aber das Zusammenleben können wir hinterher regeln. Und deswegen kann ich mir vorstellen, also weil ich glaube, dass einfach ein Symbol
dass jeder ein Stück weit für sich interpretieren kann, wichtig ist. Deswegen bin ich ja so begeistert, dass sich da jetzt in Hambach wieder was anlässt, weil ich glaube einfach, aus dieser Tradition heraus und auch aus dem Geist heraus, dass wir in Süddeutschland, in dieser Gegend hier ein bisschen anders ticken als in manchen anderen Gegenden, zusammen vielleicht mit den Ossis, die ihre Erfahrungen haben und da auch ein bisschen anders ticken als der Rest von der Republik, dass wir da also was stemmen können und da so ein Symbol draus machen können, weil Berlin sehe ich auch kein Symbol. Also ich sehe wirklich das sehr deutlich als das Symbol für uns, das Hambacher Schloss. Wir hatten vorhin auch, das war so ein schöner Begriff mit der Wiedergeburt Deutschlands. Und ich höre jetzt hier so diese verschiedenen Dinge raus, also diese verschiedenen Phasen, in denen wir sind und was wir haben und was wir gelernt haben. Und also quasi wir sind, was Ralf sagt, wir haben eigentlich viel, viel mehr Wissen und auch durch das Grundgesetz, was eine Zeit lang schon funktioniert hat, eigentlich einen gewissen Erfahrungswert. Gleichzeitig auf das, was ihr mag, also immer wieder den Fokus legt, die Leute scheinen offenbar noch nicht reif genug zu sein, zu erkennen, dass uns das eigentlich genommen wurde. Und darin liegt eine große Chance. Und auch zu erkennen, es muss darum gehen, einen gemeinsamen Nenner irgendwie zu finden. Also sich eben nicht wieder in diesen kleinen Zielvorstellungen zu zerstreiten, sondern sagen, was ist wirklich die Basis für Demokratie und Freiheit? Also das liegt ja jetzt dann schon in der Sache selbst. Also wie erreicht man Demokratie und Freiheit, dass das wirklich der gemeinsame Nenner ist, ne? Und ja, jetzt, also wie gesagt, für die Zuschauer mal so, die wirklich gerne mitmachen möchten in Hambach oder auch bei den einzelnen Initiativen, jetzt die hier sind, könnt ihr mal so ein bisschen sagen, was da gerade geplant ist? Inwieweit seid ihr in der Organisation mit involviert? Welche anderen Initiativen, die auch bisher vielleicht Hambach geplant hatten, sind denn da noch mit an Bord? Und was ist denn da so angedacht? Könnt ihr da mal so einen Einblick geben? Wer auch immer jetzt möchte. Also ich bin, der gemeinsame Nenner ist für mich persönlich unser Grundgesetz. Also egal, ob wir es von den Alliierten geschenkt bekommen haben oder nicht, ich finde es super toll. Also ich finde die Rechte, die uns da gewährt werden, super duper. Also und da bin ich persönlich der Meinung, da könnte man auch ansetzen. Und was Hambach betrifft, ich bin ganz ehrlich, ich war sehr enttäuscht, als ich das letzte Mal oder vorletzte Mal in Hambach war und das mit der ganzen Polizei und Antifa und keine Ahnung was erlebt habe, kam zurück. Ich glaube, Kai, du warst da nicht dabei. Deshalb, wir saßen ja zusammen, haben uns besprochen, haben gesagt, ey, so geht es einfach nicht weiter. Und daraufhin haben wir beschlossen und gesagt, okay, so kann man es nicht stehen lassen. Also muss man dahin, um zu sagen, dass diese Idee, dieser Geist von Hambach nicht nur einmal im Jahr ist, sondern das muss eigentlich jeden Tag einfach in jedem Kopf im Prinzip da sein, vorhanden sein, dass man für seine Freiheit eingestehen muss, dass man für seine Freiheit kämpfen müsste. Wir haben jetzt letzte Woche Sonntag eine Demonstration oder eine Versammlung, das war ja eine schöne Versammlung, veranstaltet, auch mit Musik. Wir werden nächste Woche wieder da sein, auch mit Musik. Da haben wir ein super, das hat uns die Annette, die jetzt leider nicht dabei ist, ermöglicht. Ein Sänger aus Dresden, aus dem Osten, aus Sachsen, die Widerständler. Unsere Hoffnung oder meine Hoffnung ist, dass auch andere Initiativen, Menschen, egal wie du es dann halt mal nennst, auch sagen, okay, ich übernehme mal. Ich komme jetzt an und sage, in 2 Wochen veranstalte ich eine Versammlung, eine Demonstration, ein Fest, egal wie was. Und das immer wieder, dass es nicht an einem hängen bleibt, und dass ich nicht sage, okay, der Siamak geht jetzt dahin und beansprucht für sich jetzt der Held der Demokratie zu sein und alle 2 Wochen da ankommt, sondern einfach von den anderen Initiativen, anderen Menschen, die sagen, okay, Demokratie ist mir wichtig, Menschenrechte sind mir wichtig, Grundrechte sind mir wichtig. Und da gehen wir jede Woche, alle 2 Wochen, von mir aus jeden Tag dahin und sagen, das ist Geburtsort der deutschen Demokratie und das überlassen wir nicht irgendwelchen Politikern, irgendwelchen Stiftungen, die an ihren Stühlen festkleben, die irgendwie Gehälter beziehen und einfach Demokratie auf Fenster schreiben oder auf dem Schreibtisch dann halt mal stehen haben, aber nicht Demokratie leben. Und das ist mein Wunsch. Ob es klappt, werden wir sehen. Und ich hoffe es, aber mal schauen.
Ganz kurz. Freiheit ist nicht genau. Und dann der, ganz kurz, der Sänger, weil du gesagt hast, der Sänger aus Dresden, das ist Jansson King, der nächste Woche kommt. Ja, genau. Ich bin ganz stolz drauf, dass der extra aus Dresden anreist, dem das auch wichtig ist. Und das wird bestimmt ein toller Tag. Es war ein ganz hervorragend, also es war ein wirklich ganz großartiges Fest letzten Sonntag. Wir waren natürlich keine 10.000, auch keine 30.000 Menschen. Wir waren deutlich weniger. Aber das ist genau das, was Siamak sagt. Das ist eigentlich das Ziel. Das ist ja das Motto auch, Hambach ist jeden Tag, ja, Hambach ist immer. Es ist nicht notwendig, dass wir jetzt wieder warten bis Mai 2024, um uns dann an einem Tag da zu treffen und hinterher darüber zu ärgern, dass da wieder Zäune standen. Die Polizei hat die repressiven Maßnahmen natürlich auch damit begründet, dass so viele Leute gleichzeitig kommen. Was wir jetzt machen können, ist, wir können tatsächlich zeigen, dass wir Demokraten sind. Und genau das, was oben zum Beispiel in der Ausstellung vom Hambacher Schloss steht, dass wir genau das leben, also dass wir genau diese Demokratie wiederhaben wollen. Das darf man ja auch nicht mehr sagen, aber dass wir diese demokratischen Prinzipien kennen. Und es ist ein sehr friedliches Fest gewesen. Wir hatten keine Antifa da. Wir hatten wunderbare Musik. Das werden wir das nächste Mal auch haben. Und es ist ein ganz anderer Geist, der da weht. Man geht hinterher von dem Schloss runter und man hat das Gefühl, man hat wirklich an einer guten Sache teilgenommen und geht nicht nach Hause und ärgert sich, weil irgendwie alles chaotisch war oder man nicht hochgekommen ist oder die Antifa einen beschimpft hat. Ja, das ist das Ziel. Das Demokratiefest Hambach soll was Positives in uns bewirken. Und es kann auch so eine Art Pilgerort sein. Es kann auch wirklich etwas werden, wo man sagen muss, ach ja, die Vorträge, ach ja, die Musik am Hambacher Schloss, die sind es wirklich wert, dass man auch mal eine weitere Reise antritt dafür. Das ist schön. Also das heißt, es ist schon ganz klar und deutlich, es ist nicht mehr Hambacher Fest einmal im Jahr, sondern es geht jetzt darum, das wirklich immer konkreter zu machen, zu sagen, Hambach ist jeden Tag. Man hat wöchentlich sogar Veranstaltungen und letztlich sollte man sozusagen täglich für sich lebendig haben. Genau, und die Einladung von Siamak, die geht natürlich wirklich an alle. Wir werden das als Einzelinitiative nicht stemmen können. Wir haben das jetzt auch nicht, wir waren jetzt auch mit anderen Initiativen schon im Kontakt, die haben uns auch geholfen und das werden auch andere Initiativen sein, die hier einspringen werden. Wir alle, das ist ja das Tolle auch an diesem Widerstand, wir haben ja ganz viele unheimlich engagierte, kleine Gruppen oft, die ganz viel machen und das ist doch etwas, was wir alle gemeinsam machen können. Ja, dann kann jeder mal das übernehmen und kann es in seiner Art und Weise nach seiner Fasson machen. Und ich stelle mir das als, ist jetzt mal ein Entwurf, aber ich stelle mir das vor, dass das was ganz Großartiges werden kann. Mhm. Eduard? Ja, also ich bin da ganz bei euch, Siamak und Kai. Wir müssen weiterhin auf der Straße bleiben, vor allen Dingen in Hambach. Und das könnt ihr nicht allein stemmen. Ja, ganz klar. Aber ich halte es dennoch für wichtig. Also ich bin da im sowohl als auch. Ich halte es dennoch wichtig, Hambach ist die Wiege der deutschen Demokratie. Ich halte es für wichtig, dass vielleicht dieser Ort im nächsten Jahr die Freiheits- und Demokratiebewegung eint. Aber das heißt, ich stelle mir ein großes Demokratiefest vor nächstes Jahr. Auch mit den Abläufen, das heißt nicht, dass wir natürlich unterm Jahr unsere Aktivitäten fortsetzen. Aber dass das nächste Jahr genau das Gegenteil passiert, wenn man das mit den letzten zwei Jahren auf dem Hambacher Schloss vergleicht. Und zwar, dass wir uns jetzt ein Jahr lang haben wir Zeit zu überlegen, kreative Aktionsformen. Ich stell mir vor, dass wir eine Einladung aussprechen, alle Demokratieinitiativen, Freiheitsinitiativen, die jetzt die letzten drei Jahre sichtbar geworden sind, und die mit ihren, die dort auf dem Burgplatz, auf dem Schloss oben oder vielleicht auch unten, je nachdem wie viel Platz ist, dass sie ihre Ideen analog, also persönlich vorstellen können. Und ich stelle mir sogar vor, die Stadt Neustadt einzubinden, um uns kennenzulernen. Auch das wird sich dann im Laufe des Jahres bei der Vorbereitung dieses Festes ergeben. Und die haben ja Menge Expertise, was auch dazu gehört, Menge Expertise aus da ein bisschen Folklore reinzubringen. Aber nicht, wie es bisher war, ausschließlich Folklore, wie es von der Stadt Neustadt bisher praktiziert worden ist. Demokratie ist keine Folklore, das ist ein tägliches Plebiszit, das ist Alltag für jeden Menschen, um Freiheit, in seine Freiheit zu leben, um sich seine Angelegenheiten zu kümmern. Und das ist der Unterschied. Und ich denke sogar, ich denke da optimistisch, dass man
trotz aller Widerstände, die bisher waren, dass wir selbst die, vielleicht sogar den Polizeivollzugsdienst mit einbinden können, aber nicht als Ordnungskräfte, sondern zur Musik machen. Ja, das ist ein sehr schönes Abschlussbild. Ich würde aber trotzdem jedem hier noch die Möglichkeit geben, wenn er noch irgendwie ein paar Worte sagen möchte, wie er das vielleicht sieht, was für Visionen er da hat. Oder ich würde da gerne noch eins oben drauf setzen. Mhm. Wir alle haben das Ziel, dass Aufnahmen und Videos von unseren Aufzügen und Veranstaltungen, wenn wir es geschafft haben, da oben ausgestellt werden. Im Schloss. Im Schloss. Im Schloss drin. Von die neue Etage. Bilder in dem Sinn, aber genau. Freiheitsbewegung 2023. Richtig. Also wir haben jetzt ein Jahr Zeit und wir kommen in diesem Jahr kommen noch sehr, sehr viele wunderbare Ideen zusammen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Also ich habe mir hier die Ausstellung im Schloss angeschaut. Ich glaube, Eintrittspreis 6,90 Euro. Und ganz ehrlich, es wird viel, viel, viel besser, wenn wir unsere Sachen da ausstellen, als das, was da ausgestellt worden ist. Definitiv. Ja, vielleicht können wir auch besser klar rücken, was damals wirklich war. Vielleicht auf jeden Fall. Also, das ist jetzt nicht wert, 6 Euro oder 7 Euro da zu bezahlen, um da reinzugehen, weil mit Demokratie hat das, was die da ausstellen, nichts zu tun. Okay. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich. Das ist ja ein total schöner Abschluss und irgendwie sehr positiv und macht dann total Spaß, auch daran teilzuhaben. Ja, wundervoll. Dankeschön. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke, jedenfalls. Danke für die Moderation, Diana. Ja.